Wir handeln gemeinsam, wir impfen gemeinsam. So das neue Sujet des Handels in Österreich. Und der Sinn dieser Aktion, so Rainer Will, soll es sein, hier doch die Durchimpfungsrate in Österreich gehörig zu steigern. Der Handel, der hat hier sehr ambitionierte Ziele. Er spricht gar von einer Durchimpfungsrate von 85% in Österreich. Das scheint doch ein wenig illusorisch, auch wenn wir uns momentan die aktuellen Zahlen hier ansehen. Von vielen wurde die Zahl in der Vergangenheit deutlich darunter auch bemessen, doch der Handel, der gerade in der Corona-Zeit sehr starke Einbußen erlitten hat, lange auch geschlossen war, der möchte hier nichts mehr riskieren, vor allem dann, wenn die Fallzahlen, wie es ja momentan der Fall ist, steigen in ganz Österreich. Wir sind durchaus gespannt, wie dieses Angebot angenommen wird im Handel, vor allem bei jenen Menschen, die sich dennoch skeptisch zeigen, die hier momentan keine Impfung wollen, wie man es vielleicht aus Sicht des Handels schafft, aus Sicht der Händler auch, diese Menschen zu erreichen oder auch nicht. Das wird die spannende Frage sein, die sich natürlich auch im Herbst stellen wird. Der Handel, der möchte jedenfalls, dass die Durchimpfung hier stetig vorangeht. Ob es klappt, das werden die kommenden Wochen hier zeigen.